Jo, so, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sachen, die ich so zwischen den Aufnahmen mache oder so, keine Ahnung. Ja, wie man den Titel lesen kann, ich weiß selber nicht mehr, wie das Ding heißt. war das gut? Dragonfire Client, genau. Ein wunderschöner Hack-Client. Ich habe jetzt gerade nur keine Ahnung, von wem das Ding eigentlich nochmal ist. Hier, gucken wir mal erst kurz. Dragonfire. Ah, Elias Fleckenstein hieß der gute Herr. Genau. Von diesem Dude hier ist ein wunderschöner Hack-Client rausgekommen. Schon vor einer Ewigkeit. Ich habe ihn jetzt vor kurzem erst entdeckt. Und mit dem werden wir heute mal ein bisschen rumspielen, ja, ein bisschen rumhacken. Ich habe da jetzt auch so ein Skript erstellt, genauso wie ich ja mit dem Mindtest Git. Ich habe auch in der letzten Folge die Git-Version von Mindtest benutzt zum Experimentieren, zum Beispiel mit diesen Dynamic Shadows. Und ich habe halt auch von Dragon Client die Git-Version genommen. Wie aktiv die entwickelt wird, dieser Client, keine Ahnung. Aber ja. So, wir machen mal Spiel betreten und betreten mal mein 2B2T-Server. Ne, da ist ja Hacken erlaubt. Ne? Von daher nutzen wir auch den. Wir spielen als, komm, machen wir mal klassisch, Ronix. Als Passwort nehmen wir whatever. Und das Ganze nochmal, weil es so schön war. So. Okay. Wir sehen, das Ganze ist erstmal ganz normal mein Server. Also ja, erstmal direkt Tastenbelegung ändern. Springen ist Shift, Schleichen ist Q und Wegwerfen ist Rücktaste. Speichern. Yay! Genau, so erstmal alles relativ normal. Das Einzige, was auffällt, ist, da ist diverser Regenbogeneffekt und da ist diverser Boxen. Ja. Und da können wir jetzt mal ein bisschen durchgucken. Man kann nämlich verschiedenste Sachen im Spiel ändern. Halt alle Sachen, die sich so rund um Cheaten anreihen, keine Ahnung. Und zwar zum Beispiel Fulbright. Man sieht, es ändert sich quasi alles. Die gesamte Welt wird magisch, Einhörner und alles. Ja, was Fulbright natürlich macht, ist. Hatte ich hier nicht irgendwo mal eine Höhle? Hier ist ein Stock. Was denn hier los? Ich habe den Elderstock. Elderstock hieß der so? Elder Stab, ne? Elder Stab hieß ja. So, dann gehen wir mal hier in eine Höhle rein. Und oh mein Gott, wir erkennen ja gar nichts mehr. Und dann kommt Fulbright Rectifier. Fulbright. Und ja, es wird einfach alles hell. Ne, der Traum, der feuchte Traum eines jeden Zombies. Ich stock dich zu Tode. Fühle dich gestockt. Schieb mir Stock in den Arsch. Ha, das war zu viel für ihn. So viel Penetration. Hättest du. Ich wollte in die Kiste ran. Hate you. I hate all of you. Go away. Wir sollten doch mal ein Schwert bauen, gell? Ja. Fängt ja gut an. Das ist also schon mal dieses Fulbright. Und so gibt es hier verschiedenste Sachen, mit denen man. Schnauze. Sich das Leben dezent vereinfachen kann. White Knight. Gut, das bringt ich auf dem Server nicht, weil hier ist es nie Nacht. Hier ist es immer 12 Uhr. Der Server, auf dem die Zeit stillstand.
Ja. Interact ist, achso, ja, die Navigation da drin läuft halt, wie man sieht, nicht mit der Maus, weil die Maus ist halt in die Spiel gefangen. Sondern das Ganze läuft halt über die Pfeiltasten. Man hat ja WASD zum Laufen. Ne? Und die Pfeiltasten sind dementsprechend frei. Und die Pfeiltasten sind hier für das Menü. Hoch und runter ist hoch und runter. Wow. Nach rechts ist quasi das Menü aufklappen. Und nach links ist das Menü wieder zuklappen. Ne? Also wie man quasi grafisch auf, zu, rechts, links. Ne? Ich denke mal, das sollte naheliegend sein. Dementsprechend kann man das Menü auch bedienen, während man ganz normal im Spiel spielt. Ist ja geil. So, Autoplay, Fastplay, was das alles ist, ich habe keine Ahnung. Autohit. Zombies, ich komme. Das klingt ja interessant. Können wir die damit automatisiert schlagen? Achso, halt, machen wir, ne? Direkt mal hier Full Bridge Rectifier. Guck mal, da ist Eisen. Wo sind die Zombies? Zombies! Ah ja, guck mal! Die, Motherfucker, die, Motherfucker, die! Oh, wir sterben! Warum sterben wir? Hilfe! Geil, der schlägt nur dann zu, wenn ich wirklich in der Reichweite bin. Das ist ja krass. Das ist ja sowas von krass. Holy fucking moly. Yo, okay. Geh mal nach Hause. Ich hab deine Mutter gefickt. Aua. Warum haut der mich? Ich bin tierlieb. Ich bin Pazifist. Danke. So. Haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe? Ja. Ah, oh, Gott, Apfel. Oh. Das war schade. Okay. Wir brauchen Holz. Wir gucken mal ganz kurz hier. Also, wir haben Autoplays, Fastplays, Instant Play klingt geil. Autodick klingt auch. Ich liebe euch alle. Ah, oh mein Gott. Ah, okay. Er kann also den Server nicht überlisten. Ja? Hier das Anti-Sheet vom Server, das ist natürlich noch nach wie vor drinne. Und wenn der Server sagt, nee Junge, so schnell kannst du gar nicht abbauen, dann ignoriert der Server das natürlich einfach und setzt die Blöcke wieder hin. Ne, ganz klar. Wir sollten also das Ding hier mal deaktivieren. Aber dieses Autodeck, das ist halt schon krass geil. Ich kann also einfach nur unten klicken und... Yo, easy! Gut, hier bräuchten wir mal vielleicht eine Spitzhacke. Fast-Dick... Hätte ich gesagt. Gut, okay. Fast Place, Auto Place, Auto Place. Ja, das war super intelligent. Vor allem, was soll das in der Praxis nützen, dieses Auto Place? Ja, gut, wenn man hier so offenweise Saplings in der Hand hat, dann kann man die vielleicht dann, ne, wenn man jetzt hier so zigtausend Sachen hat, hier sowas zum Beispiel hier, dann kann man einfach sagen Auto Place und dann, ja, immer gib ihm hier. Guck mal, ich hab Sachen, ich hab Stuff im Gepäck. Yay. Naja gut, okay. Also manche Sachen machen nur unter bestimmten Sinn, Sachen Sinn tatsächlich. Combat haben wir Anti-Knock. Oh, dass man, also ne, wenn man normalerweise gehittet wird, in der Face, fliegt man normalerweise zurück, so mindestens 30 Meter, wenn der Gegner Chikichan heißt. Und in dem Fall ist das halt den weg. Attachment Float, was das heißt, ich habe keine Ahnung. Da floaten irgendwelche Anhängsel. Ja, keine Ahnung. Player, no fall. Ja, nice. Wir haben keinen Fall Damage. Ist ja zu. Achso, das ist wahrscheinlich einfach dieses No-Clip. Ja, funktioniert also dementsprechend auch nur, wenn man fliegt. Reach. Ah. Ah doch, macht Unterschied. Guck mal, so weit kann ich normalerweise greifen, also den Block kann ich doch erreichen, den Block nicht mehr. Und mit Reach, also erreichen, kann ich halt Blöcke erreichen, die weiter weg sind. Gut, den Block nicht mehr, aber nur so zwei Blöcke mehr kann ich erreichen. Das Auto-Respawn, das klingt dämlich. No force with... Oh, das ist cool. Hat man ab und zu, wenn der Server laggt oder ähnlich, also wenn man selber laggt oder der Server oder das Internet oder ähnliches laggt,
dann ist man ja am Arsch gelegt. Nee, dann wird man ja immer dieses rumteleportieren und dabei wird dann auch die Kamera immer rumgedreht. Kann ich da mal ganz kurz zeigen, wenn ich hier mal. Habe ich hier Speed? Aha, ist das, würde ich hier, ne? Ich bin wirklich zu schnell. Warum kann ich mich überhaupt bewegen? Muss ich nicht zurückgesetzt werden von der Position her? Vor allem erledigt ja auch nichts mehr. Oh, guck mal. Ist hier gerade mein Server abgeschmiert? Wait a second. Achso, halt. Nicht wirklich im Wasser bin. Das wäre schlecht. Wir machen mal da so. Das wärst du. Lebst du noch? Ja, das Server lebt noch. Ach, okay, jetzt wurde ich zurückgesetzt. Wow. Okay, ich zeig das mal kurz mit meinem Hack-Client. Ich habe ja auch so einen kleinen Hack-Client erstellt, der einfach nur ein paar Privilegien missachtet. Vielleicht kann man es bei dem besser erkennen, was ich meine. Ja, mache ich mal. Nee, nicht als Volker. Wir haben Ronix. So ungefähr. Ich liebe es. Achso, siehst du, diesen Regenbogen-Effekt, die seht ja gar nicht. Da ist ja meine Kamera oben. Aber wenn ich mich schnell bewege, da, genau, jetzt werde ich andere zurückgesetzt. Und mit diesem Zurücksetzen wird gerne auch die Kamera rumgedreht. Aber wobei das jetzt gar nicht mal so sehr. Aber ich schätze mal, ne, das kennt wahrscheinlich auch jeder, ouch, dass wenn man halt auf dem Server ist, wo die Internetverbindung laggt, dass auch die Kamera immer rumgeschleudert wird. Und das wird wahrscheinlich mit dem Menüpunkt da verhindert. Was halt schon krass geil ist. Wenn es das wirklich ist, weiß ich ja nicht. Ist ja zumindest das, was ich mir vom Namen her herleiten würde. Wollen wir mal ganz kurz gucken hier. Haben wir mal meinen Workspace. Ja, hat ja gut funktioniert. Wollte ich da. Ah, bleibt so. Machen wir mal das hier weg. Ja. Tschüss. Also, hier oben hat man diesen Regenbogeneffekt, den ich meine. Da wird wahrscheinlich. Wow. Hier hat man diesen Regenbogeneffekt. Da wird halt wahrscheinlich einfach das dargestellt, was gerade aktiv ist. Fullbright. Ja, genau. Hier sind die Sachen aufgelistet, die gerade aktiv sind. Genau. Und hat halt einen schönen Regenbogeneffekt. Sehr, sehr süß, sehr nice, sehr schön. So. Wir können übrigens mal hier in Vollbildmodus schalten, ne? Danke. Ja. So. Genau, so, das war das mit diesem No Force Rotation. Auto Respawn brauchen wir nicht. Movement. Ah. Okay, Anti-Slip klingt so wie, ne, wenn man auf Eis ist. Okay, das gucken wir uns gleich mal an. Anti-Slip, würde man sagen, ne, wenn du so auf Eis bist oder ähnliches, dann schlittest du ja extrem weit. Und dass das damit umgangen wird, können wir mal, habe ich irgendwo Eis? Ne, ne, am Spawn haben wir kein Eis. Wobei doch da hinten war, glaube ich, Eis. Achso, ja. Ach, ich habe ja hier. Jesus! Was zur Hölle? Hä? Was bedeutet denn Jesus? Jesus Christ, I fuck up. Jesus? Jesus? Was mit Jesus? Über Wasser laufen! Ja, leck mich am Arsch. Oh, ist das geil. Okay, das ist interessant. Auto-Forwarding gibt es auch, wobei das ja in MyTest auch so verfügbar ist. Aber Auto-Jump, das gibt es bei MyTest normalerweise nicht, das gibt es nur in der Android-Version. Ich brauche gleich den machen. Okay, da kommt jetzt ein Baum. Kann ich einfach da sitzen und er macht alles vollautomatisiert. Ist das schön, ist das geil.
Gut. Nein. Freecam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, diese Funktion habe ich mir so Ewigkeiten gewünscht. Oh mein Gott. Okay. Die Frage ist, Moment, er setzt uns auch tatsächlich nicht zurück. Es ist halt wirklich. Okay, cool. Das heißt, ich kann jetzt gerade die Kamera bewegen, ohne dass der Server das weiß. Das heißt, laut dem Server bin ich immer noch da unten. Man sieht ja auch, mein Mannekicken ist immer noch da unten. Ich kann aber jetzt quasi die Kamera unabhängig von meiner Spielerposition bewegen, sodass ich auch zum Beispiel mich extrem schnell bewegen kann. Und ich kann wahrscheinlich auch, warte mal ganz kurz. Ja, ich kann im Wasser sein, ohne dass ich diese Luftblasen bekomme. Und ich kriege auch keinen Schaden, wenn ich in der Erde bin. Das ist geil. Okay, das ist geil. Ich kann mich also richtig schön umschauen. Boah, Alter, vor allen Dingen jetzt mit diesem Fullbright. Das ist ja, ne? So sieht es ja normalerweise aus, wenn man in der Erde ist, mit Noclip oder ähnliches. Und mit Fullbright macht das ja gleich noch mehr. Guck mal, wir haben sogar schon die ersten Sachen gefunden. Das ist das von uns. Die Sache ist, abbauen können wir so wahrscheinlich nicht, ne? Genau. Weil wir können die Sachen zwar jetzt abbauen, aber dadurch, dass unsere Spielerperson, also unser Charakter, da ist, bekommen wir wahrscheinlich wieder dieses Anti-Cheat-System, das sagt, ja, der Block, den du versuchst abzubauen, ist zu weit von dir entfernt, also ignoriere ich das mal. Und dementsprechend können wir nur Sachen abbauen, die relativ nah bei uns sind. Zum Beispiel das hier vielleicht. Ne, ist auch schon zu weit weg. Können wir das hier abbauen? Ja, siehst du, das können wir abbauen. Aber sobald zu weit weg ist, geht es halt nicht mehr. Wir können das mal probieren. Das geht. Das geht. Und das geht schon nicht mehr. Und da müsst ihr jetzt bei dem Server wahrscheinlich immer kommen mit Gegenstand ist zu weit weg. Können wir ganz kurz gucken hier? Ja, siehst du hier. Spieler Ronix hat versucht, einen Block von zu weit entfernt, ja, Deutsch, Englisch, von zu weit entfernt zu erreichen oder zuzugreifen, whatever. Ist das genau, da sieht man auch hier schön, wie diese ganzen Anti-Cheat-Sachen hier funktionieren. Aber man sieht auch, manche Sachen kann Anti-Cheat halt nicht verhindern, weil halt mit dieser Freecam, da weiß der Server ja gar nichts davon, dass wir uns bewegen. Hat natürlich auch wahrscheinlich auch Nachteile, zum Beispiel dadurch, dass wir uns ja nicht wirklich bewegen, also sich der Spieler nicht bewegt, bekommen wir zum Beispiel auch keine neuen Blöcke geladen. Hier zum Beispiel, ne, wir sehen halt nur das, was der Spieler sieht. Das heißt, die Blöcke hier werden nie nachgeladen, weil der Server gar nicht weiß, dass wir hier sind. Also warum sollte uns der Server diese Blöcke senden? Ne, das also, ne, hat Vor- und Nachteile. Aber der große Vorteil ist, wir können halt Sachen machen, ohne dass der Server quersch liegt. Das ist geil. Oh, guck mal, wie sind sogar Kisten. Haha, ist ja süß. Ui, können wir die aufmachen? Nee, okay, die können wir wahrscheinlich auch mit. Ist zu weit entfernt. Ah. Na, ist zu weit entfernt. Okay, schade. Okay, cool. Gucken wir mal weiter. Wo waren wir gerade überhaupt? Wir waren bei Movement, genau. Freecam. Jetpack. Are you kidding me? Warte mal, wir können erstmal Freecam deaktivieren hier. Das können wir wieder laufen. Oh. Ah, okay, wenn ich das. Oh. Okay. Solange wie man diese Springtaste drückt, ist das Jetpack aktiv. Gut, relativ langsam, aber es geht ja. Oh, okay, aber man fällt sehr schnell. Gut, Pitch Move kennen wir. Ne? Pitch Move ist ja das Ding, wenn man fliegt, dass man, oder wenn man schwimmt, dass man dann in die Richtung fliegt oder schwimmt, in die man guckt und nicht auf gerader Ebene fliegt. Auto Jump hatten wir schon. Jesus kann auch wieder weg. Jesus Christ. Exploit Entity Speed. Was auch immer das macht. Bräuchte wahrscheinlich irgendwelche Entities. Vielleicht Tiere? Ne? Weil, ne, Tiere, also Mobs und so, sind ja Entities. Weiß ich erstmal nicht, was so sein soll. Haben wir hier noch was vergessen? Wir haben hier kaum was gemacht, ne?
Oder? Ja, irgendwie, aber wir haben Render komplett übersprungen. So, Fullbright hatten wir, Bright Night hatten wir auch. No Hurt Cam. Achso, dass wenn man geschlagen wird, dass der Bildschirm rot wird. No Tracer. Und welche Nodes werden jetzt getraced? Okay, verstehe ich jetzt nicht. Also ich sehe zumindest keine Linien. Nö, hier sind Dings für irgendwelche Linien. Okay, warte mal ganz kurz. Wir gehen mal ganz kurz hier. Gibt's hier garantiert auch Help? Achso, ja, siehst du, hier, der Chat ist jetzt übrigens hier nach unten gewandert. Help all, sagt er. Was gibt's denn hier alles? Dig, Disconnect, Place, Player, Spawn, Save, Search, the Item. Not ESP. Search. Search, machen wir mal Add, dann was klassisch. MCL, machen wir erstmal was Einfaches. Core Tree. Das macht jetzt genau was? Okay, verstehe ich jetzt nicht. Ne, ist Entity. Da, Node EST. Ah, die Sachen werden hervorgehoben. Oh. Okay, das ist okay. Das ist ja okay. Ist ja nice. Dann machen wir das mal raus hier. Und jetzt machen wir mal etwas, worauf sich schon jeder kleine Junge gefreut hat. Diamond. Achso, muss ich das aktivieren. Und wir haben keinen einzigen. But why? Hab ich schon gehabt. Did I fucked up? Was? 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 Ah, okay, also der Server gibt uns trotzdem noch Damage, wenn er merkt, dass wir irgendwo runterfallen. Aber das Spiel selber gibt uns kein Damage mehr. No. Ach, ja, Diamond ist ja nur dieser Diamant als solches. Wie heißt denn der Block davon? The fuck, wie heißt denn der Block? Na, scheint zu funktionieren. Oder er prüft es gar nicht, ob es funktioniert, weil ich sehe immer noch nichts. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Wir gucken mal, wir gucken mal. Wie heißt du denn? Du bist halt 5 Stone with. Ah, dann versuchen wir mal Stone with ach, guck mal. Okay, ist natürlich extrem blöd, ist grau auf grau. Aber wir sehen sie tatsächlich. Okay, komm, wir machen mal. Wir machen mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich gehe ja schon. Tschüss. Kann man hier fliegen? Wir gehen ja schon. Aua. So, wir machen mal hier Folgenpause und dann machen wir mal nächste Folge. Versuchen wir mal ein bisschen Werkzeuge zu bauen. Ja, das würde mich ja sowas von interessieren. Da werden wir ein bisschen Spaß haben. Das kann ich euch versprechen. Also, das ist schon ganz korrekt, ganz korrekt. Okay, bis dann, bis zur nächsten Folge. Mal schauen. Noch ist ja relativ kühl. Ich hoffe, die Hitze kommt nicht allzu schnell. Es ist schon 7:30 Uhr. Mal schauen. Bis dann.